Hey, Schuss, Leute, und willkommen zu Let's... Hi, guten Tag. Ich wollte gerade anfangen, das war jetzt unnötig. Willkommen zu Kingdom Hearts Birth by Sleep, dem neuen Hauptprojekt hier auf unserem Channel im viel zu warmen Land. Ich frage mich jetzt schon, wie das laufen wird. Man hat mich ja auch, ne? Man hat mir ja gesagt, ne? Someone once told me. And I said no. Ich habe das Spiel leider seit Ewigkeiten nicht gespielt. Also, ich habe es damals auf der PSP gespielt. Und das ist jetzt wie lange her? Lange. Ich meine, die PSP-Version hat mir Struggle bereitet, sagen wir es so. Sorry? Sorry? Sorry. Aber das letzte Mal, als ich so eine Intro-Sequenz gezeigt habe, ja. Sorry. This world. Is just too small. Diese Welt ist klein, so klein. Das ist eine wirklich große Windel, die er da hat. There, you see, an empty world, like a prison. I imagine you will be right at home. Ach ja, und by the way, fragt mich nicht bezüglich der Story, was Kingdom Hearts angeht. Kingdom Hearts 1 und 2 waren noch cool. Dann kam dieser Teil und I was like, what? Controller, magst du mal dich weniger wie eine Bitch verhalten? Das tut das Wetter schon genug. Dankeschön. Oh, bitte, Roxas, zieh dir was an. Wir kriegen sonst echt Probleme damit. Das ist halt ein Prequel. Das ist true, aber auch ein Prequel kann irgendwie alles noch komplizierter machen, als es ohnehin schon ist, right? But this is... Why are you in my heart? Ach ja, stimmt, das ist Ventus. Weißt du, ich sehe diese Fratze und denke mir, shit's Roxas. Shit's Roxas, definitely. Und ich vergesse immer wieder, dass das fucking Ventilatus ist. My heart didn't feel so good. The little I have left is slipping away. Huh? Oh shit, touch heart. Aber bitte, Ventilators, zieh dir was an. Open the door.
Fancy. Brains. A Keyblade. Ich hätte gedacht, er wollte ein High Five. Alter, dieser scheiß Stuhl gerade, ne? Alter! Boah! Um genau zu sein, mein scheiß Bein. Mein Stuhl ist super. Wir werden alle sterben. Ey, mein Stuhl ist total cool. Es ist das Wetter, was absolut scheiße ist. War das auch im Original? Ich kann mich jetzt nicht wirklich daran erinnern, dass es im Original war. Mit Schuhen im Bett, ich glaube es, ha? Bei uns ist es windstill und irgendwie 9000 Grad oder so. Nice Wohnung, by the way. Wie gesagt, es ist ein bisschen her, dass ich das damals auf PSP... Oh Gott, diese Lippenanimation. Ho, ho, ho. Die Lippenanimation aus Kingdom Hearts 1. Oh, fancy. Oh. I've got time to spare. Ab, ab, ab. Ach ja, ganz vergessen. Das ist, alle feiern sie, das muss ich jetzt mal kurz vorneweg sagen. Alle feiern sie, das, dieses Kommandosystem, was sie jetzt hier in Birth by Sleep eingeführt haben. Ich persönlich... Okay, das geht mit Richtungstasten schneller. Ich persönlich... Persönlich bin eher ein Freund von dem aus Kingdom Hearts 2. Just say. Oh shit. Tutorial-Truhen. Genau, so war das. Up. Klink. Ah ja, stimmt. Und Kommandos kann man ja auch aufleveln. Da war ja was. Oh Gott. Oh boy. Nee, mach auf normal. Ich hab das Spiel seit Jahren nicht angefasst und dann würde ich nicht das Ganze auf höchsten Schwierigkeitsgrad machen.
Das tue ich mir dann doch nicht an. Wow. Vor allem nicht beim jetzigen Wetter. Ich war an sich jetzt schon scheiße drauf, also von daher. Why does it seem so familiar? Sag mal so, wäre es Winter, ne? Würde ich jetzt nicht an meinem Stuhl festkleben, dann würde ich wahrscheinlich sogar tatsächlich in Erwägung ziehen, auf Critical zu spielen. Just for the challenge. Aber. Holla! Endlich wieder, kann wieder dabei sein. Tragica, moin! Wow. Give me a break, Aqua. Then, you hopeless sleepyhead. You know, you should have at least brought a blanket. But did I dream that place up? It really felt like I'd been... Critical ist nicht sehr schwer im BBS, believe me. Still, ich habe es seit 4-5 Jahren nicht gespielt, also von daher. Yeah. I know. Und wie gesagt, da habe ich aktuell nicht die Laune drauf, mit diesem Wetter. Ich habe immer schlechte Laune, wenn es so warm ist. Ich habe dann immer schlechte Laune. Terra. Yep. Hard to believe there are so many worlds out there besides our own. The light is their hearts, and it's shining down on us like a million lanterns. Leute, ihr müsst nicht drauf rund, drum rund reden. Aqua ist feucht. What does that mean? Sorry. We'll find out someday, I'm sure. I want to know now. You're too young to know now. Quit treating me like a kid. Aber man könnte auch sagen, Terra wäre zu bodenständig dafür. Okay. You two would make the weirdest brothers. Huh? Yeah. Terra, you and I have our Mark of Mastery exams tomorrow. I made us good luck charms. Whoa. Here. I get one too? Of course. One for each of us. Yeah. Somewhere out there, there's this tree with star-shaped fruit. And the fruit represents an unbreakable connection. So as long as you and your friends carry good luck charm shaped like it, nothing can ever drive you apart. Na, kommt's bekannt vor. Find your way back to each other. Technically, I think you're supposed to make them with seashells. But I did the best with what I had. Boy, sometimes you are such a girl. Hey, what do you mean sometimes? So this isn't a real good luck charm? Well... That's yet to be seen. But I did work a little magic on it. Really? What? An unbreakable connection. Kann das Ding in Wirklichkeit ein fucking Ninja-Star sein? Probably nicht. Weg finden also, indem man uns noch Freunden erstellen, um ihre Kräfte borgen. Ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt benutzt. Ob das tatsächlich Meta ist. I don't think so. Well, tomorrow's the exam. Anybody want to spar? I can take you. Hatte Ventus nicht auch... jetzt bin ich Terra. Okay. Ja, genau. Er konnte blocken. Das war sein Stick. Counter. Quit going easy on. You're not gonna win unless you stay on the offensive.
Ja, genau. Abschlusskombos. The good shit. Alter, Terra ist aber auch langsam as fuck. Normal angefangen lassen, kann man vollständige Kommandos hier ändern. Genau. Das war je nachdem, was für man Kommandos benutzt, kann man in noch verschiedene Stile wechseln. Das war ja damals relativ cool. Nur was auf der PSP mich irgendwie genervt hat, ich habe mir das Gefühl gehabt, das wäre so ein Ding, was nur bei mir war. Wo war ich gerade? Ah ja, jedes Mal, wenn man sich dann verwandelt hat, irgendwie hat das mega geleckt. Ich weiß auch nicht. Setz den Multifokus-Kommando ein und gehen da treffen. R1. Hey, 22. Okay. Ach, das war der Spaß, genau. Vorgebobbelt! Genau, das war der Spaß. Das war eigentlich sogar, soweit ich mich jetzt erinnere, ein voll krasses Feature. Okay, let's wrap this up. Wer möchtest du antreten? Ja, komm. Wir fangen sowieso mit der Terra-Story an, also von daher können wir ihn auch gleich, ne? Können wir auch gleich einmal so direkt weitermachen. Nani? Hashtag Terra First. Hatte ich auch vor. Weil wie gesagt, ich meine, er war sowieso der Erste, der ihm angegeben wird. Also von daher. Und by the way, Nugat, vielen Dank für die Bits. Ja, Ventus kommt ja dann auch noch. Ich mache ja sowieso alle. Nö, danke. I got it. I think. Trust me. You guys are ready. You're gonna clean up with the exam tomorrow. I hope it's that easy. It's like the master said. Power is born within the heart. When the time is right, you just need to look inside yourself and you'll find it there. Hm? Wunderbar, ja, ist noch weiterentwickelt. Das ist ein Würfelspiel, was? Aha. Das ist mir neu. Oder ist es jetzt was anderes? Hier kannst du später schon speichern. Das war ja schon damals so. Danke dafür. Team Feucht. Okay. Boah, es ist so unglaublich warm. Oh, kann man das an. Ja, natürlich. Was ist das denn für eine Frage? Oh, ich glaube irgendwie echt, angeblich sind draußen irgendwie an die 30 Grad. Obwohl es eigentlich ja regnen sollte. Es ist so ätzend. Jedes Mal wird einem Regen versprochen. Team Boden. Together. Always. Zumindest bis zum Ende des Spiels. That would be the last night we ever spent beneath the same stars. Ja,
Kannst aber mal was Tolles anstellen, beziehungsweise das geht's bis hin, dann wir kriegen. Das war. Ich erinnere mich da so gar nicht dran. Oh Junge, fick dich, Aquaman! Dich kaufe ich auch noch! Mickey, I cannot shake the feeling something terrible is about to transpire. Naja, deutsche Synchro gab es ja leider schon seit Kingdom Hearts 2 nicht mehr. Leider. Die deutsche Synchro in Kingdom Hearts 2 war eigentlich gar nicht mal schlecht. Na, schau mal, na, guck. Choose your destiny. Ja, wir sind drei Charakteren in der Geschichte an, drei Charakteren durch die Spiele, das ist die gesamte Tragweite der Handlung. Ergo, spiel alles oder stirb. Ja, wir fangen aber mit Terra an, weil, ich sag mal auch so, mit Terra habe ich noch die schlimmsten Erinnerungen. So, die schlimmsten aller schlimmsten Erinnerungen. Außerdem sind wir bodenständig. Außerdem ist Boden was Tolles, weil Boden ist relativ cool. Alles, was irgendwie mit Luft und Atmosphäre und Existenz zu tun hat, ist gerade nicht so cool. Ach, guck mal. Der Typ, der bestimmt überhaupt nicht böse ist, weil er ja schon in einem Trailer Jahre vorher als böse angekündigt wurde. Der ist bestimmt nicht böse. Also wer das als Idee hatte, den alten, den Typen da hinten, ne? Er ist bestimmt nicht böse, Leute. Yes. Then let the examination begin. Oh, Leute, ich glaube nicht, dass er böse ist. Auch wenn er nicht weiß, wie er sein Schwert zu halten hat. Boah, das Schlimme ist, mir ist gerade richtig schlecht eigentlich. So magentechnisch. Mir schlägt sowas echt immer auf den Körper, so ein Wetter. Das ist schrecklich. My aim is true. What's up? Oh, die Kugel. Ich meine, was war euer erster Gegner in Videospielgeschichte? Lichtkugeln? Oder es sind Pongkugeln. Wehren die Dinger sich überhaupt? Ich habe nicht das Gefühl, dass sie sich wirklich wehren. Außer, es sind Pongkugeln.
Boing. Oh ja. Okay, Moment. Ich möchte mal kurz wissen, warum haben wir vor den Dingern Angst? Das sind fucking Wattebällchen. Das... Die Bombenkugeln wehren sich tatsächlich, wenn sie sich danach fühlen. Wenn sie sich danach... Wenn ihnen danach ist, okay. Wenn ihnen mal so danach ist, dann... Mensch, it will fucking destroy you. That was unexpected. But one must keep a still heart even in the most trying of circumstances. It was an excellent test. One I chose to let unfold. What? Which brings us to your next trial. Ich wollte gerade sagen, du hast uns gegen Wattebällchen kämpfen lassen, alter Mann. Terra and Aqua, the two of you will face each other in combat. Remember, there are no winners, only truths. For when equal powers clash, their nature is revealed. Begin. Mortal Kombat! Darkness. We have deliberated and reached a decision. Terra, Aqua, you both performed commendably. However, only Aqua has shown the mark of mastery. Terra, warum auch immer? You failed to keep the darkness within you sufficiently in check. But there is always next time. That is all. Ich meine, es ist ja nicht so, als ob er sie nicht zurückgehalten hat, you know? You are entitled to certain knowledge. Please wait here for further instruction. Hey. Terra, I'm sorry. The darkness. Where did it come from? Dein linker Arm. Nur mal kurz nebenbei, ja. Diese Prüfung ist fucking Bullshit. Nur mal so nebenbei. Das ist eine Prüfung, die macht null Sinn. Euer erstes Prüfungsziel, kämpf gegen Wattebällchen, die sich nicht mal richtig wehren, die einfach nur durch die Gegend ballern und sich denken, ja Mensch. Vor allem, die waren ja jetzt anscheinend noch enhanced, ne? Wo Chef auch gesagt hat, ja, das ist fine, das ist okay. Dann lass die beiden gegeneinander kämpfen und sag einfach, nee. I don't feel so good. He ain't gonna cut it. Somebody's gotta break that loser in. Not here, you won't. I have to keep up appearances. Ja, ich glaube nicht, dass der böse ist, Leute. He just needs a little incentive to leave home. Sorry. But I need some time alone. He's peeved. Terra's peeved. Brumm, brumm. There's darkness within me. So what does that matter? I know I'm strong enough to hold it back. Yes. Man. You are indeed strong. The darkness has nothing to fear. Master Xehanort. And yet, how frustrating that Ericus refutes its power. Why, you could train with him forever, and still, you'd never be a master in his eyes. Because he's a dickhead. Why? Help me understand, Master Xehanort. What is it that I failed to learn? You're fine as you are. Darkness cannot be destroyed. It can only be channeled. Yes. Thank you, Master. Warum hat der Ultralord ihn nochmal eingeladen? So, nur mal nebenbei, warum ist Captain Glatze nochmal... Ich meine, ist, ne?
Warum ist er nochmal hier? Why is this guy here?